Turn Ethica 2048. Schon ein bisschen mehr hier. Aber Input Edge heißt doch, er nimmt auf, aber gibt nicht ab, ne? Oder muss ich die da unten dann an den Ofen anschließen? Weißt schon hier. Anstelle von dem hier. Puh. Schwierig. Oder bei dem da. Wo hast denn du eigentlich den Strom da? Könnte schon sein, gell? Man weiß es nicht. Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Derweil brauche ich erstmal nur Kohle, bitte. Ah, geht ja eigentlich ganz zügig. 16 waren es, ne? 16 oder 18? Wenn ich mir mal irgendwann mal sowas merken könnte. Einfach so ohne Probleme. Nein, da wollte ich nicht hin. Doch, da wollte... Nein, da wollte ich hin. Den da wollte ich erstmal machen, genau. Phenol ist mit 16. Und dann brauchen wir hier den Configuration 1. Und ich muss das Klumpert schon unten irgendwie rausbringen, was noch drinnen ist. Dann nehmen wir mal dich hier mit. Danke. Achso, warte mal. Nein, müssen wir eigentlich... Kann ich dich da rauspumpen mit dem Blömpel? Für was habe ich denn den Blömpel eigentlich? So, da ist drin 5000. Das möchte ich aber eigentlich auch nicht herschenken. Komm. Hier, nimm. Nimm und sei friedlich. Vielen Dank. Okay, dann hauen wir hier mal die 16... Nein, nicht da. Da. Die 16 Kohlen rein. Wir müssen dich konfigurieren auf 1, habe ich gesagt, gell? Lieber nochmal nachgucken. Auf 1. 1, ja, passt. Rechte Maustaste. Auf 1. Hinein mit dir, hinein mit euch. So. Jetzt bin ich gespannt, wie viel da rauskommt. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rumkommt. Ohne Scheiß. Kann sich ja... Sag mal, was machst du eigentlich? Arbeiten, okay. Die Frage ist auch, wie viel kommt es bei rum? Die Charcoal Byproducts, die habe ich eigentlich absichtlich gewählt gehabt, weil da so viel tolles Zeug rumkommt. Du bist doch fertig. Fluid. Wo bist denn du jetzt hin? Hä? Hallo? Da musst du jetzt da drin sein. Ja, super gemacht, Wolle, jetzt kommst du nicht mehr hoch. Hirsch. Komm, Leiter bauen. Die hätte doch jetzt da drin sein müssen, oder? Ja, bin ich denn jetzt Gag? Phenol. Peng. Phenol. 1000 Liter. Millibuckets. Mit der 1 dran. Ja. Du kannst das nicht einfach... Hast du das einfach umgewandelt, oder was? Krieg die Krise. Alter, echt. Warte mal. Ups. Der gibt sowieso raus. Extrakt weg. So. Da ist Charcoal Byproducts drin und da ist Charcoal Byproducts drin, ja. Und wo ist mein Phenol hin, du? Nochmal 16 Kohle. Hoffentlich habe ich noch so viel. Mann. 14? Das könnte knapp werden, oder? So, da ist eh wieder... Nee, da ist sogar kein Blödsinn drin. Doch, das ist schon Blödsinn. Das kannst du nämlich auch nicht verarbeiten. Du bist ja schon der Dust. Kohle. So viel Kohle habe ich jetzt nimmer. Doch, ich kann hier noch die Kohle verarbeiten. Thorium. Aus der Kohle kommt Thorium raus. 8. 9. 10, 11. Und ich brauche mehr. Alter. Ich probiere das jetzt noch einmal und dann lassen wir es gut sein. 16. Gibt Coal Coke Dust.
Der ist ja auch nicht da gewesen, oder? Ich glaube, der hat mir das alles einfach weggemacht. Cool Coke Dust. Doch, der ist da. Aber hier ist nichts. Das ist doch doof. Na, wir machen es einfach nochmal. Komm, wir machen es nochmal und dann schauen wir, was passiert. So, da habe ich 9. 14. 15, 16, 17. Und was brauche ich? 18 waren es, ne? 16. Ah, da habe ich aber mal wieder Glück gehabt. Hätte ich jetzt noch Kohle holen müssen. So, 14. Und aus den zwei machen wir jetzt noch Kohle. Staub. Da machen wir Kohlestaub draus, bitte. Zap, zap. Dankeschön. Und jetzt guck mal zu, was der macht. So, jetzt habe ich dich nämlich zugesperrt. Das heißt, du darfst es nicht machen. Wir probieren es nochmal. So, das möchte ich jetzt wissen. Das kann ja nicht so schwer sein hier, oder? Ich weiß es nicht. So, 50% haben wir schon durch. Da muss jetzt eigentlich das Zeug auftauchen, was ich gerne hätte, was ich bräuchte. Und nicht einfach irgendwie komisches Zeug. Hoffe ich jetzt mal. Es ist da was drin. Jetzt ist da Phenol drin. Ja, guckst du, warum nicht gleich so? So, Eimer. Und jetzt habe ich das Phenol im Eimer. Und jetzt schütte ich es aus und dann ist es weg. Nein, nein, nein. Das kommt jetzt in den Chemical-Gedönse. Glaube ich. Chemical-Gedönse. Erstmal nochmal gucken. Chemical-Reaktor, Phenol und coated Dinge. Da können wir dann gleich mehr machen. Ich habe jetzt 100. Da können wir. So, du gehst es da rein. So, Eimerchen da rein. Jawohl. 1000 sind drin. So, und dann brauche ich noch diese Circuit Blades. Ne? Das sind die normalen Dinger hier. Da könnte ich jetzt 10 Stück davon reinschmeißen. Circuit Blades. Ich glaube, ich muss wieder Holz holen. Demnächst. So. 3. 6, 9. Habe ich noch irgendwo eine 10. Ah, guckst du. Ha, alles da, was wir brauchen. So, und das rein mit dir in den Chemical Reactor. Du bist es. Hops. Ah, schön. Phenolic Substrate. Schwere Geburt. So, und wie viel brauche ich von dir? Eine, damit das Ding schon mal gilt. Pilling. Pilling. Danke. Damit wir die Omnipennies holen. So, das war's. Jetzt du und jetzt können wir hier das Second Tier of One Circuit. Das können wir nicht, die Basic Electronic Circuit basteln. Was eigentlich ganz schön viel Zeug braucht. Wir brauchen dieses Teil. Wir brauchen 4 von den Resistoren. 4 Feinkopper. Und 2 Kapazitoren. Kapazitoren haben wir hier 4 Stück. Jetzt warte mal. Ich brauche eh 2 von den Dingern, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Basic Electronic Circuit. 2 von denen. Also 4. 8 Copper war ja. War ja, da haben wir nur noch. Copper war ja. Hey Omega Ranger, grüß dich. Copper war ja, nein, da rein. So langsam kenne ich mich nicht mehr aus, weil lauter Maschinen, die ich hier rumstehen habe. Aber hey, so geht's. 8 Stück können wir eigentlich schon mal da reinschmeißen. Wir haben die 4, wir haben die 8. Wir haben Soldering Alloy drin, wo es nur herkommt. So, wir haben 4, 8. Ich brauche 2 von denen und 4 von den Resistoren. Okay, nee, dann erstmal komm rein damit. Nee. Und 8 Resistoren. 8 Resistoren. 5 habe ich da.
So, und wie baue ich dich gleich wieder? Wie baue ich dich gleich wieder? Moment, da drauf drücken. Ich könnte ich auch mal Assembler bauen, gell? Da kommen nämlich 12 rum bei, wenn ich hier feinen Kopper rein tue. Und Goldust. Verdammte Tat, ich habe keinen Goldust mehr, oder? Ah, ich habe noch eine Kohle. Ey, das ist aber alles arschknapp hier gerade. Ich muss dann irgendwann zwischen der und der nächsten Session mal Kohle abbauen gehen und so. Also wenn ich dich da reinschmeiß, dann machst du die Transistoren, gell? Haha, das ist so toll, das Ding. Also das ist ja schon was, was ich da echt mag. So, dann packen wir das mal alles hier rein. Dann bau du schon mal und ich mache hier noch einmal... Nein, nicht mit dir. Mit die Copper Wires nochmal einen feinen Copper, damit wir hier gleich die doppelte Dings haben. Und dann hätten wir es beieinander alles. Komm, vielen Dank. Und rein damit. Also das mag ich ja wirklich an dem Teil. Wenn ich es vorher richtig sage, brauche ich 2 von den Dingen. Warum habe ich jetzt 2 gemacht? Weil ich irgendwas bauen will. Claim. Im Battery-Dingens war das drin, oder? So, was haben wir jetzt? Transistor und dann wird man in Circuit Progression kommen. Transistor. Ich weiß nicht, wo ich so einen Transistor bauen mag. Polyethylen. Aluminiumfoil und fein Silberweier. Ach komm. Aluminiumfoil. Dann nehmen wir doch mal das da rein. Ah, ich sehe schon, die nächste Base-Vorstellung ist bald fällig vom Omega Ranger, wenn ich es richtig interpretiere. Clustermill. Rein damit. 4 davon. Das muss ich mir jetzt hier wieder aufbauen, sonst kriege ich es wieder nicht mehr auf die Reihe. Das war so und so, so und so. Transistor, das Ding heißt, was wir bauen wollen, oder? Transistor, genau dich hier. Dann 2 Rubber Sheets, kein Thema. Und 3 fein Silber. Das ist stinknormales Silber, oder? Ja, ganz normales Silberweier. Silberweier haben wir nicht. Rein zufällig hier noch irgendwo. Nee, das haben wir noch nie gemacht. Sowas braucht ja auch kein Mensch momentan. Silberingot. Kann es sein, dass hier es anfängt, mein Inventar schon wieder voll zu müllen? Also ich weiß ja nicht. Base-Vorstellungen kommen so spontan. Aber ja, kann ich deine dann auch gerne mal mitnehmen. So ist es nicht. So, und dann das da. Tata, Pilling. Pilling. Dankeschön. So, noch mehr Omnipennies. Komm, Claimen, danke. Was mache ich jetzt mit diesen Transistoren eigentlich? Was habe ich dich jetzt gebaut? Was mache ich mit dir? Refined Circuits. Das ist die 3. Stufe, oder? Wow. Alter Schwede. Und Elektronikprozessoren. Alles klar, da brauche ich dich auch. Ah. Jetzt geht es schon langsam in die hochwertigen Rezepte, habe ich so das Gefühl, oder? Oh. Alter Schwede. So, das hätten wir auch. Gott, schau mal. Circuit Progression. It is recommended you bookmark this link. It will likely help you as you continue to progress through the circuits. Okay. Mach ich. Irgendwann mal. Schau ich mir an. Second Tier Circuit. Elektronikprozessor. Nee, jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Nee, komm, da lass. Hören wir jetzt mal auf hier. Ich wollte doch eigentlich... Oh. Echt, das was fertig? Ach ja, klar. Du bist fertig geworden. Beginning habe ich auch schon wieder was. Achso, das sind die üblichen. Da ist noch irgendwo einer. Dich habe ich nicht geclaimed? Ich habe dich nicht geclaimed. Alter, wie kann ich nur? Dich habe ich auch nicht geclaimed? Eieieiei.
Aber jetzt ist alles gut. Gut, gut, gut. Ach, wir haben hier noch ein paar Omni-Nickels. Komm, weg. Erstmal so. Gut, gut, gut. So, ich wollte eigentlich auf die MV-Verkabelung gucken, ne? Da müssen wir mal schnell schauen. Ich wollte diese... Mir ging es um die Battery. Oder um die CFU. Nee, CFE? Nee. CEF. So rum. Mir geht es doch um die MV-CEF hier, ne? Da brauche ich... Ach, da hätte ich nur einen gebraucht. Okay. Gut, gut. Das Ding bauen wir jetzt noch, glaube ich. Das kriegen wir noch hin. MV-Maschinenhall. Und dann muss ich aufhören. Eigentlich muss ich jetzt aufhören. Das kriege ich nimmer hin. Ich kriege sonst Ärger. Sonst ist nämlich gleich das Abendessen fertig. Und deswegen habe ich mir den Wecker ja extra gestellt hier. Damit ich das nicht vergesse. Und das kriege ich nicht mehr hin davor. Ja, dann war es das jetzt leider. Ich muss halt jetzt Abendessen gehen. Das hilft nichts. Kriege ich Ärger mit der Frau. Das wollen wir vermeiden, oder? Ich möchte schließlich hier das nächste Mal ohne blaue Augen. Würde ich auch so nicht kriegen, keine Angst, so ist er nicht drauf. Genau, dann mache ich jetzt hier Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, dann gucken wir mal, wann es das nächste Mal wieder ist. Ich glaube, OmniFactory, glaube ich, werde ich nur noch streamen und vielleicht zwischendurch mal so ein bisschen was tun, weil das Modpack ist nichts zum Let's Playen jetzt. Das ist einfach alles viel zu komisch. Also was heißt komisch, du musst so viele Sachen tun und drauf warten machen. Und das ist fürs Let's Play einfach anstrengend, finde ich persönlich. Und deswegen ist wird es ein reiner Stream-Titel werden. Eigentlich genauso wie FTP Infinity Involved ein reiner Stream-Titel ist. Da wollte ich eigentlich ein LP draus machen, aber es hat auch irgendwie nicht funktioniert. Mal gucken, vielleicht streame ich ja irgendwann nur noch. Wir werden sehen. Ich weiß es noch nicht. Wie sich es entwickelt, werden wir sehen. Das Jahr ist ja noch ein bisschen und dann... Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jo, und dann war es das jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich tatsächlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich bringe das auch auf YouTube raus. Und auch da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr dann, so das ein oder andere Like da lasst. Und das Abonnieren nicht vergessen und so. Genau. Du verstehst nur ein klein bisschen von dem, was ich da mache. Ja, du denkst dir nichts. Ich auch. Ich verstehe es auch nicht. Ich mach's einfach. Genau. Gut, dann war's das jetzt wirklich. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht es gut, gell? Ciao, ciao und Servus.